Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute seht ihr meine Weekend League Belohnungen. In der letzten Woche habe ich leider nur Gold 3 erreichen können. Ihr könnt mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben, welchen Rang ihr erreicht habt. Und ja, Freunde, diese Weekend League, also dieses Wochenende zocke ich meine allerletzte Weekend League und insgesamt ist das ja auch die vorletzte Weekend League, die es in FIFA 17 überhaupt geben wird. Wieso spiele ich die nächste Weekend League nicht? Da bin ich auf der Gamescom noch, beziehungsweise da bin ich einfach dann noch in der Umgebung von Köln und da komme ich eben nicht so schnell nach Hause, dass ich da wirklich dann direkt auch noch am Samstag oder Sonntag zocken könnte. Das heißt, dieses Wochenende ist für mich die letzte Weekend League angebrochen und ja, wie gesagt, schreibt mir rein, welchen Rang ihr erreicht habt, schreibt mir rein, was ihr aus diesen Packs dann gezogen habt. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch den Link zu meinem neuen Merchandise. Würde mich extrem freuen, wenn ihr da euch irgendwas gönnt. Also ich habe echt sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen, sehr, sehr viele positive Kommentare. Echt viele Leute haben sich da wirklich positiv dazu geäußert. Das hat mich echt riesig gefreut und danke auf jeden Fall auch dafür. Und ja, da würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter rum. Wir gehen rein ins allererste Pack und ihr merkt es schon heute ohne die Facecam. Das liegt einfach daran, dass mit meinem Programm irgendwas gerade nicht stimmt, mit meinem Schnittprogramm. Da muss ich mich auf jeden Fall mal drum kümmern, aber ich habe im Moment einfach zu wenig Zeit, um das Ganze jetzt auf die Beine zu stellen. Deswegen mache ich das jetzt mal hier ohne Facecam, aber das feiern auch, glaube ich, ganz viele mal so ein, ja, ein Video ohne meine Fresse einfach mal. ja, das gibt es eben heute mal. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe ja früher eigentlich auch wirklich immer nur Videos ohne Facecam gemacht. Jetzt eben auch mal wieder sozusagen das Comeback ohne Facecam ist, denke ich, nicht ganz so schlimm. Und ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen befreiter reden, weil ich mich da nicht so ganz beobachtet fühle. Wenn ihr wisst, wie ich das meine, ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man das selber nicht so oft macht. Und hier gehen wir dann rein zum nächsten Pack und da sehen wir auch schon, dass es leider kein guter Spieler ist. Es ist Castiletto oder wie der heißt. Okay, das war absolut falsch ausgesprochen. Der Typ heißt nicht Max Kruse, der Typ, okay, der Typ ist ein Duplikat gewesen. Wir haben noch Marc Janko drinnen, einen Österreicher. Castillejo, irgendwie so, keine Ahnung, bin kein Spanier, deswegen habe ich auch das gute Recht, das falsch auszusprechen. Okay, wir gehen rein ins allerletzte Pack, ein 50k-Set, ja, Gold 3, wie gesagt, leider nur, ich versuche jetzt wirklich mein Bestes zu geben, um in der letzten Weekend League nochmal Gas zu geben. Ich stehe im Moment mit 2 Siegen und 0 Niederlagen da, das ist also ganz ordentlich und es ist leider kein Walkout und es ist auch nichts Besonderes. Es wird wahrscheinlich Moutinho werden, denke ich mal. 83er Moutinho als Monaco-Spieler. Ja, geht eigentlich in Ordnung, aber diese Packs sind halt leider wirklich nie so richtig gut gewesen. Also in einem 50k-Pack habe ich eigentlich noch nie was Krasses gezogen, das muss man ganz klar so sagen. Und Freunde, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt, welchen Rang ihr erreicht habt und checkt, wie gesagt, gerne die Beschreibung ab, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Gamescom, wenn ihr dort am Start seid. Und ja, dann war's das mit dem Video. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao!